Und wir schalten direkt weiter vor das Brandenburger Tor hier in Berlin, gar nicht so weit weg von unserem Studio. Dorothea Schupelius für uns, denn dort ist jetzt gerade eine Solidaritätskundgebung für Israel geplant. Das sehen wir auch im Hintergrund. Was genau läuft da ab? Es war ja sehr wenig Zeit, die vorzubereiten. Die deutsch-israelische Gesellschaft hat zu dieser Solidaritätsbekundung aufgerufen. Ich trete einmal kurz zur Seite, dann kann man sehen, dass sich jetzt schon eine ganze Menge Leute versammelt haben. Und auch Politiker sind hier vor Ort. Es sind CDU-Politiker hier, aber auch Politiker von den Grünen. Andreas Audrich von den Grünen zum Beispiel wird hier auch sprechen. Momentan hören wir die Stimme von Volker Beck, ist der Vorsitzende der deutsch-israelischen Gesellschaft, der hier gerade zu den Menschen spricht. Und worum geht es? Es geht darum, dass der Iran Israel gestern angegriffen hat, der erste direkte Angriff. Und die Solidaritätsbekundungen lassen auch natürlich von den wichtigen Politikern nicht auf sich warten. Der Bundeskanzler hat sich geäußert. Robert Habeck, der Wirtschaftsminister, hat seine Solidarität gegenüber Israel auf Instagram klargemacht. Und Michael Roth, der Vorsitzende des Außenausschusses des Bundestags, hat gesagt, es ist an der Zeit, dass EU und Deutschland eine härtere Gangart gegenüber dem iranischen Regime einschalten. Aber man muss dazu sagen, dass nicht jeder im Deutschen Bundestag diese klare Linie fährt. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Frau Özoguz, die hatte getwittert noch gestern Abend, also jetzt x formal Twitter, dass der mutmaßliche Angriff Israels auf eine Botschaft in Damaskus diesen Angriff des Regimes des Irans provoziert hätte und durch diesen Angriff Israels man den Nahost weiter gefährdet hätte. Und es hagelt heftige Kritik. Der CDU-Politiker Heuer sagt, es sei ein schäbiger Tweet und Frau Özoguz müsste zurücktreten. Und auch die jüdische Werteinitiative schrieb, Israel kämpft gerade gegen einen der schlimmsten Terrorstaaten der Welt und die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages hat nichts Besseres zu tun, als herauszufinden, dass Israel selber schuld sei. Es hagelt also scharfe Kritik. Trotzdem ist jetzt die Frage, wie im politischen Deutschland weiter damit umgegangen wird. Ein ambivalentes Verhältnis zur israelischen Politik, das kennen wir. Es gab Solidaritätsbekundungen nach dem Terrorangriff am 7. Oktober, aber auch eine Enthaltung im UN-Rat. Annalena Baerbock redet viel über eine Zwei-Staaten-Lösung. Wenn man sich mal anguckt, dass Israel momentan an fünf Fronten kämpft und an fünf Fronten angegriffen wird, müsste dann hier aber auch die Frage auch von deutschen Politikern geklärt werden, wie Israel dann vor einem möglichen palästinensischen Staat geschützt werden kann. Und dieser Angriff des Irans mit 185 Drohnen, 110 Raketen und 36 Marschflugkörpern ist zwar der erste direkte Angriff, ist aber nur eine sichtliche oder sehbare Eskalation eines jahrelangen Angriffskrieges auf Israel. Der Iran unterstützt nicht nur die Hamas-Terroristen, auch die Hisbollah-Terroristen werden vom Iran mit 14.000 Raketen bisher unterstützt und Israel wird vom Norden, Osten und Süden kontinuierlich mit dem Ziel der Zerstörung des jüdischen Staates angegriffen. Solidarität mit Israel vor dem Brandenburger Tor. Von dort zugeschaltet Dorothea Schupelius. Danke dir für deine Einschätzung. Noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.